oder haben momentan eine schwere Zeit und brauchen jemanden, der ein bisschen für sie spricht. Ich arbeite hier an meiner Doktorarbeit. Das dauert 3 Jahre und ich forsche hauptsächlich zum Thema Korallenriffaufforstung. Das heißt, ich schaue mir an, wie wir auf den Malediven Korallenriffe, die in einem schlechten Zustand sind, künstlich aufforsten können, mit welchen Methoden und mit welchen Arten wir arbeiten können, dass wir möglichst schnell rasche Ergebnisse haben. Dort wachsen dann die Korallen für ungefähr ein Jahr. Sie werden von uns gehegt und gepflegt. Das heißt, wir schauen uns den Fortschritt beim Wachstum an, wie schnell wachsen sie. Wir putzen die Korallen regelmäßig bzw. die Seile, um sie von Algen zu befreien und schauen halt, dass keine Fraßfeinde zu nah an unsere Korallenbabys ankommen. Zu versuchen, der Natur eine Hilfestellung zu geben, um die Funktion des Riffes erhalten zu können. Also jetzt in dem Fall haben wir natürlich nur noch das Skelett, aber viele, viele Polypen zusammen ergeben eine Koralle. Das könnt ihr euch auch gerne hier mal unter dem Mikroskop anschauen, wenn ihr möchtet. Das ist ganz normaler Portland-Zement. So, den setzen wir mal so. Das sind jetzt 2 Bruchstücke, aber die sind von der gleichen Koralle. Von daher ist das kein Problem, die zusammen zu verpflanzen. Reef Restoration ist sicherlich nicht das Allheilmittel für die Probleme, die unsere Korallenriffe im Allgemeinen haben. Das ist eine kleine Hilfestellung, aber das alleine löst natürlich nicht das Problem. Ich vergleiche das gerne mit einem Boot, was ein Loch hat. Was wir momentan machen, ist, dass wir das Wasser, was in das Boot eindringt, rausschöpfen. Was wir eigentlich machen müssten, ist das Loch stopfen, beziehungsweise müssten uns um den Klimawandel kümmern. Und die vielen verschiedenen Faktoren, die dazu führen, dass unsere Korallenriffe in dem Zustand sind, in dem sie jetzt sind.